Servus Leute, herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Der Titel des neuen Videos ist Vom Aussterben bedroht durch Vorurteile. Das klingt natürlich ein bisschen provokant, aber ich hoffe auch interessant für euch. Und ja, es ist tatsächlich so, es gibt natürlich sehr viele Hühnerrassen, die mittlerweile recht selten sind. Und viele davon sind wirklich auch vom Aussterben bedroht. Aber eine Gruppe leidet doch ganz besonders darunter, dass sie es so schwer hat, neue Halter, aber durchaus auch neue Züchter für sich zu gewinnen. Und zwar sind das alle Hühner aus dem Bereich der Kämpfer und der kämpferartigen Hühner. Und ich habe hier zum Beispiel die Grace, die kennt ihr ja schon, aus diversen Anmoderationen. Das ist eine weiße Henne der modernen englischen Zwergkämpfer. Und die ist super zahm. Ihr kennt ja die Szenen, wo sie mir auf die Schulter fliegt oder wo auch andere moderne englische Zwergkämpfer hier in Verenas Hühnergarten sich total zahm mir gegenüber verhalten. Und das ist zum Beispiel ganz, ganz typisch für die Kämpfer und kämpferartigen Hühnerrassen. Die sind oft dem Menschen gegenüber sehr freundlich. Und darum ist es eigentlich schade, dass oft dieses pauschale Vorurteil herrscht. Hühner aus dieser Gruppe wären aggressiv, die kann man eigentlich gar nicht im Garten oder als Hobbyhühner halten. Nicht nur ich, auch viele andere Menschen haben diese Erfahrung gemacht und darum in Zusammenarbeit mit Susanne, Verena, Michael und Magnus möchten wir fünf euch heute ein bisschen für die Kämpfer und Kämpferartigen begeistern. Wir schauen uns insgesamt 10 verschiedene Rassen an, von den winzigen und graziösen modernen englischen Zwergkämpfern eben, wo die Hennen nur 500 Gramm auf die Waage bringen, bis hin zur größten Kämpferrasse der Welt, den Indio Giantes, spannt sich da heute ein weiter Bogen und ich werde euch auch ein paar Hühnerrassen zeigen, die sich zwischen den Sektionen bewegen und zum Beispiel auch eine Affinität zu Legerassen haben, eine Affinität zu Masthühnern oder eine Affinität zu Zierrassen. Also es ist eine sehr spannende Folge und ich freue mich bei dieser Folge ganz besonders auf eure Kommentare und auf eure Meinung zum Thema. Gracie. Ah, die Kämpferle. Es sind hier sehr viele verschiedene Rassen. Um mich herum sind Seabright, Bartzwerge, bayerische Landzwerge, aber natürlich die modernen englischen. Die sind halt immer ganz vorne mit dabei, wenn es darum geht, Kontakt mit den Menschen aufzunehmen oder sich die besten Leckerbissen zu holen. In der heutigen Folge werdet ihr viele Beispiele dafür erleben können, wie zutraulich und menschenfreundlich gerade die Hühnerrassen aus der Gruppe der Kämpfer sein können. Das darf natürlich aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Hähne untereinander immer noch sehr zänkerisch sind und oft separiert voneinander gehalten werden müssen. Also das heißt, bitte trotzdem immer über die Rassen gut informieren, bevor ihr euch Kämpfer oder Kämpferartige zulegt. So, und jetzt geht's aber ab in die tolle Diversität und Rassevielfalt dieser Hühnergruppe. Und wir haben hier schon einen Prachtkerl von einem Hahn zu sehen. Oft herrscht ja auch der Irrglaube vor, dass es kämpferartige Hühnerrassen vor allem nur im asiatischen Raum gibt, aber auch Europa hat einige sehr schöne und vor allem stets auch stark gefährdete Hühnerrassen aus der Gruppe der Kämpfer und Kämpferartigen zu bieten. Und auch diese Tiere hier sind europäisch. Was das genau für Hühner sind, das frage ich jetzt aber den Züchter für euch. So Magnus, der Hahn ist ja absolut beeindruckend. Vom Gefühl her denke ich mir jetzt, ich kann gar nicht richtig einschätzen, was das für eine Rasse sein könnte. Klär mich bitte auf, mich und meine Zuschauer. Das sind jetzt Lütticher Kämpfer. Die Rasse stammt aus Belgien. Viele kennen auch die Brügger Kämpfer. Das ist jetzt ein Lütticher. Mhm. Die sind ein bisschen anders gebaut vom Körperbau und ein bisschen leichter als die Brügger. Mhm. Und das sind jetzt Tiere, die stammen rein aus Belgien. Die haben wir von einem Zuchtfreund geschenkt bekommen. Ja. Im Austausch gegen ein Stammzwergasyl. Ach, schön. Genau, mein Bruder Vito, der züchtet die jetzt so ein bisschen, der hat sich in die verliebt. Auch vom Wesen her sind die sehr ruhig und zutraulich, man sieht es auch, sind so sanfte Riesen. Ein sanfter Riese, zumindest uns Menschen gegenüber. Und dieser Riesenhahn kann schon mal 4 bis 5 Kilogramm oder sogar noch mehr auf die Waage bringen. Was mir an den Lüttichern sehr gefällt, ist dieser schöne,
Gefiederglanz bei dieser Farbvariante. Es gibt sie in mehreren Farbschlägen, genauso wie die nahe verwandten Brüggerkämpfer. Ich will jetzt mehr über das Wesen der Rasse erfahren. Sind die immer so zahm? Also ist das bei denen auch rassetypisch? Ja, die sind auf jeden Fall immer zahm. Es sei denn, man hat die jetzt in einer großen Wiese laufen und kümmert sich jetzt nicht so um die, dann werden die auch scheu. Mhm. Aber grundsätzlich sind die echt lieb und zahm. Man sieht es jetzt auch bei Greta, die kannten vorher gar keine Hunde. Das einzige Tier, das hier noch zahmer ist als die Lütticher, ist Greta, genau. Leute. Und die haben sich innerhalb von wenigen Tagen an Greta gewöhnt. Also die sind auch sehr intelligent, die Hühner. Die Lütticher sind geschichtlich sehr weit zurückverfolgbar. In ihrer jetzigen Form sind sie im 19. Jahrhundert entstanden, doch ihre wichtigsten Vorfahren waren bodenständige belgische und niederländische Kämpferrassen, die auf dem Land seit Jahrhunderten gehalten wurden. Und damit sind das wirklich Tiere, die auch typisch europäisch sind. Ein Hotspot der Kämpferzucht sind auch die japanischen Inseln, und die japanische Hühnerzucht hat auch Hühnerrassen auf aller Welt maßgeblich beeinflusst. So ist in den USA zum Beispiel mit ziemlicher Sicherheit aus japanstämmigen Hühnern die Hühnerrasse Duso vor fast 100 Jahren entstanden. Duso gehören zu den kleinsten Großrassen, oder man kann auch sagen, sie stehen von der Größe her zwischen großen Kämpfern und Zwergkämpfern. Der häufigste Farbschlag bei der Rasse ist schwarz, und da gefällt es mir sehr gut, dass der Hahn da immer so herrlich grün schillert. Jetzt möchte ich aber die Duso-Züchterin Susanne ein bisschen von ihren Lieblingen erzählen lassen. Susanne, wie kommt man denn auf so eine ausgefallene Rasse, weil die Kämpferrassen sind ja doch so für die meisten nicht so die typischen Hühner. Ja, also ich hatte davor Madras. Ich konnte die ersten Jahre meiner Hühnerhaltung, hatte ich unendlich viel Platz und habe mich damals 2014 in die Madras verliebt und sah dann, aber 2015 war es, glaube ich, auf dem Markt, drei Zwergasil-Hennen, die einen bezaubernden schwarzen Hahn dabei hatten. Mhm. Und habe mich gefragt, was ist das denn so? Und dann hieß es, ja, das ist ein Tuso. Und dann habe ich über die Rasse nachgelesen und dann wusste ich, irgendwann will ich die mal haben. Und war es dann schwierig, da einen Züchter zu finden in Deutschland? Jein. Ich habe dann gesucht und geguckt und hatte dann halt das Glück, dass in relativer Nähe, also roundabout 100 Kilometer entfernt, jemand ist, der sehr, sehr viele Tussos hat, auch in unterschiedlichen Farben, und der auch welche verkauft hat in sehr guter Qualität. Das heißt, du hast auch auf Anhieb, auf Nachfrage hin dann Tiere gekriegt. Das ist ja echt erfreulich. Also positive Erfahrungen beim Einstieg in die Duso-Zucht, also quasi. Ja, absolut, absolut. Also das sind ausgesprochen zahme Kämpfer. Ja, das sieht man jetzt bei ihm auch sehr gut. Überhaupt nicht. Die neigen in keinster Weise zu Nervosität oder Hektik, sind nervenstark. Wer Eier haben möchte, hält sich noch was anderes dazu. Ja, okay, also nicht nur Dusos halten, wenn es einem auch um die Eier geht. Wie ist denn die Legeleistung so? Also, die ist angegeben, ich glaube, mit 80. Und ich habe Hennen, die, naja, so 30, 40, und andere legen auch schon so um die 80. Das heißt, das, was sie legen, sollte man eigentlich auch für die Zucht verwenden und wenn nicht für den Kochtopf. Ja, wenn die Eier die Qualität haben. Weil nicht jedes Ei hat Bruteiqualität. Ach schön. Also ich bin ganz hin und weg von dem Grünglanz. Hat ja stellenweise schon fast was von dem Sumatra. Also ja. Ich gratuliere dir auf jeden Fall ganz herzlich zu diesem tollen Geschmack, den du bei den Hühnerrassen hast. Und vielen, vielen, vielen Dank dafür, dass ich dich kurz interviewen durfte. Nichts zu danken. Und einfach weiterhin viel Erfolg mit deinen wunderschönen Hühnern. Ja, danke schön. Neben der schwarzen Variante gibt es die Duso zum Beispiel auch in schwarz-weiß gescheckt, blau und in weiß. Eine wirklich tolle und erhaltenswürdige Rasse. Ja, die japanische Hühnerzucht ist sehr stark von kämpferartigen Hühnerrassen geprägt, und eine der ältesten japanischen Kämpferrassen dürfte aus heutiger Sicht das Kosha-Mo sein. Schon vor über 1000 Jahren sollen die Vorfahren der heutigen Kosha-Mo am kaiserlichen Hof in Japan gehalten und gezüchtet worden sein. Und das zum Beispiel durchaus auch als putzige und zutrauliche Haustiere.
An den Koshamo sieht man jetzt gut ein häufiges Kämpfermerkmal, diese nackte Brust, dieser Streifen, der sich da vorne bei dem Hahn jetzt mit roten Hautpartien gut erkenntlich zeigt. Typisch Kämpfer sind zum Beispiel an den Koshamo auch die stark hervortretenden Augenwülste und der bei dieser Rasse sehr breite Walnusskamm. Die Hähne vertragen sich hier in der Junggesellengruppe gut, das muss aber natürlich nicht so sein. Dieser fast schon gurrend klingende Krähruf stammte jetzt von einem großen Shamo-Hahn. Man kennt auf Japan generell verschiedene Shamo-Typen und auch die großen Shamos sollen bereits vor weit über 1000 Jahren dort gezüchtet worden sein. Ursprünglich kamen Hühner vermutlich von China nach Japan, also dürften auch die Vorfahren der Shamos chinesische Wurzeln haben. Wenn ihr den Krähruf von diesem Shamo-Hahn schon ungewöhnlich fandet, dann werde ich den jetzt noch mit etwas viel Extremerem vergleichen, nämlich mit einem Koyoshi-Hahn. Der Koyoshi ist nämlich ein japanischer Langkrähe im Shamo-Typus. Also hört jetzt mal genau. Ja, der Koyoshi ist schon echt krass, oder? So, wir schauen jetzt mal auf eine Kämpferausstellung, die 2018 in Österreich stattgefunden hat, denn auch dort fand ich ein paar interessante Rassen, zum Beispiel diese Zwerg-Asil. Zwerg-Asil sind die verzwergte Form der großen Asil und auch die großen Asil gehören zu den ältesten Hühnerrassen weltweit. Sie stammen ursprünglich aus Siam, Sumatra und Indien und werden dort in verschiedenen Typen gezüchtet. Die häufigsten Farbschläge bei dieser Rasse sind gelbbunt und rotbunt und hier auf der Ausstellung waren die Zwergasil in rotbunt zu sehen. Auch andere spannende Rassen fanden sich in den Schaukäfigen und für Europa sehr relevant ist die hier, das ist ein altenglischer Kämpfer von der Zwergvariante. Die altenglischen Kämpfer gehören zu den ältesten europäischen Hühnerrassen und was sehr interessant ist, die englischen Kämpfer haben generell keine nähere Verwandtschaft zu asiatischen Kämpferrassen. Das heißt, Kämpfer und kämpferartige Hühnertypen sind in der Geschichte unabhängig voneinander mehrmals erzüchtet worden und dass eine Rasse zu den Kämpfern gehört, heißt nicht, dass sie automatisch mit anderen Kämpfern verwandt ist. Der altenglische Kämpfer ist sehr kompakt gebaut. Schaut euch mal diesen Hahn jetzt nochmal von der Seite an, denn jetzt blende ich euch gleich von derselben Ausstellung einen modernen englischen Zwergkämpfer ein. Und der ist in allen Körperteilen viel zierlicher, graziöser und vor allem langbeiniger. Das fällt in der Seitenansicht sehr gut auf. Der moderne englische Kämpfer trägt seinen Namen zurecht, denn er ist quasi wirklich eine moderne Weiterentwicklung der altenglischen Kämpfer. Die modernen Englischen wurden auch nie für Sportzwecke oder Wetten erzüchtet, sondern sind als reine Showrasse zu betrachten, tatsächlich für die Ausstellungszucht entwickelt, aber der Charakter ist so genial, zutraulich und freundlich, dass es einfach auch fantastische Gartenhühner sind und tolle Tiere auch für Hobbyzüchter. Die Zwergkämpfer sind mittlerweile ja schon recht berüchtigt in Hobbyhalterkreisen für ihr gutes und zutrauliches Verhalten und das ist auch immer wieder spannend, wenn Fremde die Bühne betreten. Sie sind selbst Leuten, die sie nicht kennen, gegenüber aufgeschlossen und interessiert. An dem Tag bekamen Verena und ich zum Beispiel Besuch von der Firma Wachtelshop und zwar vom Inhaber Michael Volk, der ja selber privat auch total begeistert von allerlei Geflügel- und Vogelarten ist. Und wir schauen uns jetzt einfach mal an, wie Grace und Michael miteinander ihren ersten Kontakt hatten. Und Michael, was sagst du zu den modernen englischen Zwergkämpfern? Toll. Sind schon mega, sind oder? Sind mega süß. Also, richtig süß. Ich denke mal, so manche Katze oder so manches Kaninchen ist ja nichts dagegen. Ja, vor allem auch einfach die elegante Körperform und dieses liebe Wesen, was die ja, haben. Ja, sie haben so eine Grazie. Verrückt. Die anderen Hühnerrassen in Verenas Garten kommen schnell zu kurz, wenn die Zwergkämpfer ihnen immer die Show stehlen.
Darum hat Michael dann ganz bewusst auch allen anderen ein paar Leckerbissen gereicht. Verenas Einstieg mit den modernen englischen Zwergkämpfern war recht ungewöhnlich, aber sie soll jetzt selber erzählen, wie sie zur Rasse kam. Du hast sie ja mal auf so ein Video im Hintergrund laufen gehabt und hast gesagt, schau, da ist ja so ein moderner englischer Zweikämpfer. Und ich so, nein, die gefallen mir nicht. Und dann sind wir auf die Landesausstellung gegangen und da war die Maria mit ihren Zweikämpferlein. Und dann habe ich mich sofort in die Liana verliebt. Ja. Und die haben wir dann auch gleich mitgenommen und seit dort, ja, kann ich mir das gar nicht mehr ohne Kämpfer vorstellen, weil die sind einfach so nette, liebe Hennen. Das war ja auf der Ausstellung ja so interessant. Andere Hühnerrassen waren teilweise gestresst im Schaukäfig. Ja, und die Kämpferlein haben die ja begrüßt durch den Schaukäfig. Die kann einfach nichts aus der Ruhe bringen, glaube ich. So. Sie sind einfach, ja. Die Grace ist ganz besonders. Also wenn ich da hocke, meinen Kaffee trinken, dann drehen sie drüben im Hühnergehege total durch, weil sie einfach zu mir her sitzen will. Eben wie ein Kotzmeer, wie ein Haustier. Gell? Also die will immer zu meinem Mann, zu Gernot und zu mir her und will ja da bei ihm sitzen. Ja. Das ist ganz extrem. Man hat ja bei einigen Kämpferrassen das Problem, dass sie natürlich untereinander sehr aggressiv sind und oft auch die Hennen sich nicht vertragen. Wie hast du da auch die Erfahrung bei den modernen englischen Zweikämpfern? Sie vertragen sich mit allen anderen Rassen und auch untereinander in die verschiedenen Farbschläge. Mhm. Also bei den Zweikämpfern ist das überhaupt kein Problem. Liana war immerhin fast 5 Jahre bei Verena, ist erst vor kurzem verstorben und unvergessen sind für mich zum Beispiel Aufnahmen, die ich von ihr machen konnte, wenn sie einen Gartenspaziergang, eine Gartenrunde gemeinsam mit Verenas Kater Charlie gemacht hat. Wir dachten am Anfang, das wäre typisch Liana, weil sie einfach so ein Charakterhuhn ist, aber mittlerweile haben wir festgestellt, dass eigentlich fast alle modernen englischen Zwergkämpfer bei Verena Katzen und andere Tiere höchst interessant finden. Für Charlie ist das manchmal ganz okay, manchmal wird es ihm dann aber auch zu viel und wir müssen dann immer ganz schön lachen. Na, musst du verstecken, gell, weil die Hühner die vertreiben, ja. Charlie. Ha? Haben sie dir einen Baum aufgejagt, die 500 Gramm Raptoren? Ja, Kim? Du Süßer, du. Hallo, Charlie. Macht euch bitte keinerlei Sorgen um Charlie, dem geht's natürlich gut. Manchmal ist es ihm nur einfach zu bunt, wenn so viele Hühner ihm nachlaufen oder um ihn herumwuseln. Eine halbe Stunde später spaziert er schon wieder gemütlich durch den Garten oder sitzt unter einem Busch und beobachtet die Zwerghühner. Ja, die modernen englischen Zwergkämpfer glänzen wie die altenglischen mit sehr vielen verschiedenen Farbschlägen und da ist jetzt zum Beispiel auch kennfarbig zu sehen, ein Farbschlag, der noch eher selten ist bei dieser Rasse. Wer genau hinsieht, erkennt auch, dass die birkenfarbige Henne, die Liana, schwarz-graue Läufe hat, während die kennfarbigen gelbe Läufe haben. Das gibt es bei vielen anderen Hühnerrassen nicht, dass die Lauffarbe unterschiedlich sein kann, ist aber zum Beispiel bei Kämpferrassen gar nichts Ungewöhnliches. Die modernen englischen Zwergkämpfer sind für mich jetzt auch wirklich eine Rasse, wo ich sagen kann, die eignet sich auch für Neueinsteiger. Man hat bei dieser Rasse auch das Glück, dass die Hähne oft untereinander verträglich sind, sofern sie miteinander aufgewachsen sind. Also auch das kann hier klappen bei gutem Platzangebot. Und einfach aufgrund ihrer geringen Größe sind diese Tiere sehr gut zu handhaben. Leider sind die Zwergkämpfer relativ empfindlich, was Kälte anbelangt. Eher ungewöhnlich für eine englische Rasse, da wäre dann die Großrasse der moderne englische Kämpfer dann doch wieder deutlich robuster. Von einer der graziösesten Kämpferrassen machen wir jetzt einen krassen Switch zu den größten Kämpfern der Welt und das sind aktuell die Indio Gigante aus Brasilien. Und diese Tiere können weit über einen Meter Standhöhe erreichen. Das ist schon extrem, wenn einem so ein Hahn dann bis zu den Hüften reicht. Farblich sind die Indio Giantes recht variabel, es dominieren aber verschiedene Abwandlungen der Weizenfarbe und der Silberwildfarbe, Silberhalsigkeit bzw. Silbergescheckt. Und das sieht man auch gut, wenn man sich diese bunte Truppe so ansieht. Interessant auch der enorme Größenunterschied zwischen Hahn und Henne.
Der Hahn kann hier schon mal gut 30 cm höher stehen als die Henne. Indio Giantes sind in Europa nicht anerkannt und bisher nur wenigen Liebhabern ein Begriff. Einer davon ist zum Beispiel der österreichische Hühnerzüchter Gabriel Rauch, den ihr aus meiner Neuauflage, dem Rasseporträt über die Gammon-Hühner, kennt. Gammon sind zwar keine Kämpferrasse, aber eine sehr interessante Hühnerrasse aus Vietnam. Und das sorgt jetzt für eine perfekte Brücke, denn auch die nächste Kämpferrasse, die ich euch näher zeigen möchte, kommt aus Vietnam. Das sind Ga Dong Dao und auch sie wurden in ihrer Heimat nie für Wetten oder Sportzwecke gezüchtet, sondern weil ihre dickfleischigen, stark vergrößerten Läufe in Vietnam und einigen Nachbarländern als Delikatesse gelten. Von einer Hühnerrasse, die echt extra dafür gezüchtet wird, damit man ihre Füße als Delikatesse nutzen kann, ja, davon kann man jetzt natürlich halten, was man möchte, aber relevant für dieses Video ist einfach, dass die Gruppe der Kämpfer und Kämpferartigen sehr vielgestaltig ist und absolut komplex und facettenreich. So, und jetzt kommen wir auch noch zu einem sehr spannenden Punkt. Es gibt nämlich kein Schwarz- und Weiß-Denken. Es gibt nicht einfach nur Hühner, die keine Kämpfer sind und Kämpfer, sondern es gibt auch alle erdenklichen Übergänge. Und die von Kuba stammende Hühnerrasse Kubalaya ist ein exzellentes Beispiel dafür, wie eine Hühnerrasse mit starkem Kämpfereinschlag, aber auch einen hohen Zierwert haben kann und heute oft eher als Zierrasse betrachtet wird. Ich lasse jetzt da mal den wunderschönen Hahn krähen für euch. Zweifelsfrei sind die Kubalaya schon auf den ersten Blick sehr schöne Hühner. Ein typisches Rassemerkmal ist zum Beispiel der Hummerschwanz, der sich so nach unten biegt. Und das sieht man auch bei den Hennen recht gut. Diese Tiere gehören wieder dem gleichen Züchter wie am Anfang schon die Lütticher Kämpfer, nämlich dem Magnus. Er hat hier gerade auch eine interessante Großfamilie bei den Kubalaya, aber er soll selber erzählen. Und hallo Magnus. Hi. Du hast hier gerade was ganz Besonderes, eine kleine Großfamilie. Genau, so ziehe ich dann überwiegend meine Küken auf, auch im Familienverbund. Wow, da ist der Hahn auch voll dabei. Der Hahn ist auch dabei, genau. Und welche von den beiden Hennen ist jetzt da die Glucke? Und zwar glucken beide Hennen. Ach, okay, genau. Und das geht. Beide gleichzeitig gegluckt. Mhm. Die eine hat Kunstei bekommen und die andere hat, ich glaube, 11 normale Eier bekommen, die sie auch ausgebrütet hat. Und gleichzeitig hatte ich in der Maschine eingelegt, um die 30 Eier. Und habe das dann so abgeschimmt, dass ich die geschlüpften Küken aus der Brutmaschine habe ich dann untergeschoben. Unter die Henne, die Kunsteier hatte, und die hat sie dann auch ohne Probleme angenommen und jetzt führen die hier zusammen die Küken. Also ein toller Anblick. Also Kubalaya ist ja eine Rasse. Wie kann man die denn jetzt so einstufen? Die hat ja schon was Kämpferisches an sich. Oder wie würdest du die jetzt jemanden beschreiben, der die Rasse noch gar nicht kennt? Ja, die Rasse ist ein kämpferartiges Huhn. Das heißt, es ist eine Mischung aus Kampfhuhn und so ein Langschwanzhuhn. Ist auf jeden Fall ein sehr ruhiges Huhn, das sieht man auch. Die sind hier total entspannt. Ja. Und wachsam sind sie, brüten, wie gesagt, super selber. Mhm. Aber total entspannt. Also irgendwo auch so ein bisschen ein Zierhuhn, oder? Es ist auf jeden Fall auch ein Zierhuhn, ja, ganz klar. Wäre das jetzt, wenn man sich für Kämpfer begeistert, auch eine Rasse, mit der man einsteigen könnte in das Thema Kämpfer oder Kämpferähnliche? Ja, ist auf jeden Fall auch ein Einsteigerhuhn, da die Hähne jetzt untereinander nicht so aggressiv sind wie andere Kampfhundrassen. Es gibt natürlich auch Kampfhundrassen, die würde ich als Einsteiger nicht empfehlen, weil du die Hähne einfach separieren musst. Das kann sein, dass sie dann mit 6 Monaten anfangen, sich dann blutig zu kämpfen. Ja. Bei den Kubalaya ist das jetzt nicht so. Schön eingerichtete und strukturierte Gehege für die Hühner sind ein Markenzeichen von Magnus. Und darum arbeite ich mit ihm sehr gerne zusammen. Er ist auch auf Instagram sehr aktiv, hat weit über 10.000 Follower und ihr findet dazu natürlich einen Link im Beschreibungstext. Die Kubalaya sind nur ein Beispiel für ein Zierhuhn mit hohem Kämpferanteil. Ganz, ganz typisch sind da zum Beispiel auch die Sumatra, die der Magnus ebenfalls züchtet, hier zum Beispiel auch in Blau und in Wildbraun zu sehen. Das Sumatra-Huhn stellt einen sehr basalen,
Typ des Haushunds da wird darum zum Beispiel auch am WGH oft für vergleichende Forschungszwecke verwendet. Mir gefällt an den Sumatra einfach dieser tolle Grünlack im Gefieder sehr gut. Eine weitere asiatische Hühnerrasse mit deutlichem Kämpfereinschlag wäre zum Beispiel auch das Yokohama-Huhn, wo hier jetzt ein weißer Yokohama-Hahn zu sehen ist und Gesellschaft von einem Emerald Spalding Pfau bekommt. Ich finde, bei den Yokohama fällt das auch wirklich auf, gerade wenn man sich den Kopf näher ansieht, dass sie so einen kämpferartigen Adel in ihren Wurzeln haben. Ein Hühnertypus, wo man nie denken würde, außer man ist eingeweiht, dass die was mit Kämpferrassen zu tun haben, das ist das sogenannte Masthähnchen, eine Bezeichnung, hinter der sich diverse Gebrauchskreuzungen bzw. Hybriden verbergen, die kommerziell für die Hühnerfleischproduktion genutzt werden. Tatsächlich wurden die ersten Masthähnchen als Cornish bezeichnet und stammen aus Cornwall, aus Südengland, denn von dort stammen auch die heutigen indischen Kämpfer. Indische Kämpfer sind in England aus englischen Kämpferrassen und asiatischstämmigen Kämpfertypen entstanden, die man gekreuzt hat und hier jetzt auf einer Ausstellung, eben nochmal die gleiche Ausstellung von vorhin, zum Beispiel die Zwergvariante der indischen Kämpfer. Und die möchte ich euch jetzt einfach zeigen. Schaut euch diesen Körperbau an, diese breite Muskulatur an der Brust. Wenn man es dann weiß, dann kann man sich durchaus vorstellen, dass aus intensiv durchgezüchteten weißen Linien der indischen Kämpfer in England die ersten Masthähnchen entstanden sind. Hier jetzt auch eine Henne in Fasanenbraun mit einer schönen doppelten Säumung. Indische Kämpfer sind sowohl in der großen als auch in der Zwergvariante sehr schöne Tiere, aber es ist schon irgendwie gruselig, dass man aus ihnen dann tatsächlich, ja, unter Hinzunahme anderer Wirtschaftsrassen Masthühner entwickelt hat. Wer hätte das gedacht? Ich zeige euch hier übrigens keine ganz schlimmen Masthybriden, denn ich will hier ja jetzt nicht damit schockieren, es geht ja immer noch um das Thema Kämpfer und Kämpferartige. Wir haben jetzt noch zwei Rassen und die sind beide deshalb interessant, weil sie Einflüsse von Kämpfern zeigen, aber auch zum Beispiel sehr gut legen und durchaus für Selbstversorger auch wirtschaftlich sind. Und diese niederländischen Krähenköppe in Silberhalsig sind da ein gutes Beispiel, denn die Krähenköppe sind durch eine Vermischung von Landhühnern und silberhalsigen Italienern mit traditionellen niederländischen und belgischen Kämpferrassen entstanden. Sie zeigen den Kämpferanteil noch ganz deutlich, haben meiner Meinung nach aber auch großen Tierwert, gerade der Hahn mit diesen langen Sichelfedern, und sie legen bis heute 180 bis 220 Eier im Jahr. Insbesondere die niederländischen Linien haben eben immer noch eine sehr gute Legeleistung. Ein weiteres Beispiel für so eine Rasse können die russischen Orlov-Hühner durchaus sein, denn sie haben zum Beispiel einen hohen Anteil der sogenannten Malaien. Die Malaien, das sind sehr hochgewachsene Kämpfer aus Indien und an den Orlov sieht man eine Vermischung bodenständiger russischer Barthühner mit Malaien und weiteren Hühnerrassen, die da ebenfalls zu den Vorfahren zählen. Und sie haben immer noch von den Malaien dieses aufgerichtete Kämpferartige, auch den Walnusskamm, aber dazu eben wiederum den Bart und eine deutlich dichtere Befiederung. Ein sehr interessantes Huhn, kältetolerant und auch als guter Winterleger bekannt. Die Orlaus findet ihr auch in meinen Happy Huhn Hühnerrassenbüchern, wo demnächst der zweite Band erscheint. Da sind zum Beispiel auch die Zwergasil drinnen oder im Band 2 dann die Malaien und die modernen englischen Zwergkämpfer. Also wenn euch die Thematik Kämpfer und Kämpferartige näher interessiert, sind das Happy Huhn Hühnerrassenbuch Band 1 und 2 auf jeden Fall jetzt eine Empfehlung in eigener Sache. Vielen Dank fürs Zuschauen und vergesst nicht, ich möchte jetzt eure Meinung zum Thema Kämpfer und Kämpferartige in den Kommentaren lesen und über eure Ansichten erfahren.